Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Two Point Hospital. Wir sind in Fluttering angekommen und wir bauen als erstes jetzt eine Arztpraxis. Brauchen wir hier schon mal die ganzen Räume fertig. Ja. Das machen wir auf jeden Fall und wir wollen jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich natürlich die Stufe erreichen. Ja. So, ein Übungsgreen kriegen die da rein. Ein Abfalleimer in hier die Ecke. Ein Feuerlöscher. Warte mal, so. So, haben wir das. Desinfektionsspender natürlich. Bücherregal. Oh. So, eine Pflanze hierhin. Stühle brauchen wir nicht. Poster. Das machen wir da rein und los geht's mit dem nächsten Raum. Wohl bearbeiten. Machen wir das so. Dann können wir nämlich das so machen. Ja. Können wir noch ein bisschen mehr reinmachen. Einen Trophäenschrank machen wir eben noch rein. Poster Erleuchtung. Poster Pixeliose. Ja. So. Wir machen hier noch zwei Stühle rein. So. Damit man auch sitzen kann. Nein. Wir wollen ja wirklich dafür sorgen. So. Ein Poster vom Sehtest. Und ja, damit sind wir erstmal zufrieden bei dem Zimmerchen hier. Und als nächstes kommt die Apotheke. Wir versuchen jetzt die Räume relativ von der Größe angepasst zu machen. Damit es dann auch gut funktioniert. Ne? Feuerlöcher brauchen wir auch. Desinfektionsspender. Eine Pflanze. Noch eine Pflanze. Poster vom Sehtest. Rorschach-Test. So, haben wir das auch. So, und ja, Prestige-Stufe 3, das wollten wir doch. Ne? So, wollen wir mal gucken. Allgemeine Diagnose braucht man natürlich auch. So, Easy Scan, Untersuchungstisch direkt daneben, ein Aktenschrank, eine Waage. Wir statten natürlich hier alles perfekt schon aus. Desinfektionsspender. Warum der jetzt gerade im Pflanzen, ich zeige an, wo die Pflanzen sind, Modus ist. Das weiß ich jetzt nicht. So. Wollen wir jetzt natürlich gucken, wo wir vielleicht noch ein bisschen gucken können. Jo, so. Achso, da, so geht das. Raster ausschalten, okay. Kardiologie. Ah, dann machen wir hier hin, die Kardiologie. So. Herzraser. Der Wandmonitor. Das Trainingsgerüst brauchen wir auch. Eine Waage. So, ein Übungsscreen. Natürlich auch. Komm, da muss alles rein hier. Das muss ein super Hospital sein. So. Feuerlöscher. Desinfektionsspender. Poster. Sehtest.
Rorschach-Test, Ernährungspyramide. So, dann machen wir hier vor die Stühle. Und was noch? Ach so, Pflanzen haben wir vergessen. So, dann haben wir auch die Pflanzen hier drin. Und dann haben wir das Zimmerchen auch fertig. Und das nächste Zimmer. Ja, und wir wollen jetzt direkt erstmal die ganzen Zimmer schon mal konstruieren. So, wir wollen ja so schnell wie möglich das alles aufbauen. So. Schönes Dreibettzimmer natürlich. So. Mit Nachttischen. Ja, was ist denn jetzt hier für ein Problem? So. Wandmonitore. So, das haben wir auch. Aktenschränke, eine Waage, stellen wir auch noch auf, ein Abfalleimer, Feuerlöscher, stellen wir auch auf, das Poster vom Sehtest, vom Rorschach-Test, die Ernährungspyramide natürlich. So, dann hat er ja auch die Pixeljose, Erleuchtung, alles haben wir drin. So, für die Besucher haben wir auch noch ein paar Stühle hier. Ein paar Pflanzen kommen jetzt noch hin. So, machen wir das doch gemütlich. Das muss doch gemütlich sein, wenn die hier unsere lieben Patienten als Gäste vorbeischauen und uns sagen, ihr seid ganz toll. So, aktuell Stufe 2, okay. So, Kardiologie haben wir. Wir haben die Psychiatrie, brauchen wir noch. Dann machen wir hier die Psychiatrie hin. Die kommt dahin. Die Psychiatersessel und die klassische Couch. So, Diagnose Bücherregal, Aktenschrank. Normales Bücherregal, machen wir da hin. Ein Trophäenschrank, machen wir hier hin. Schöne Pflanzen, wo wir für eine entspannte Atmosphäre sorgen können. So, dann hier noch ein paar Stühle. 1, 2, 3. Ja, dann machen wir hier die Pflanze halt hin, ist mir auch egal. Desinfektionsspender dürfen wir natürlich nicht vergessen. Den haben wir hier drüben vergessen übrigens. So, dann was noch? Feuerlöcher. So, haben wir jetzt alles? Ne, noch der Abfall einmal fehlt. Den haben wir da. Und damit sind wir damit durch. Gut. Die Steuerung muss ich mich immer noch dran gewöhnen. Ein Power, großes, schön großes Pausenzimmer. Da machen wir. So. Schön, ein paar Couchen. Ein paar Couchen, Couchen. Die Leute couchen können. So. Wenn sie kein Fernsehen wollen. So. Das brauchen wir noch. Dann das Übungsscreen. Passt nicht mehr rein. So. Oder? Ja, wir müssen. Übungsscreen passt nicht mehr rein. Dann machen wir hier noch eine Erweiterung.
kommt dann der Getränkeautomat, der Snackautomat, Salz-Snackautomat, Falleimer, Feuerlöscher kommt dahin, Desinfektionsspender. Vor dem Rausgehen bitte benutzen. So, noch ein Bücherregal. So, haben wir das auch. Dann noch die Poster natürlich. Ja, das ist ein richtig schönes Zimmerchen hier. So, Postererleuchtung. So, was noch? Was brauchen wir denn noch? Was können wir denn da noch brauchen? Also, so, dann machen wir da noch zwei Bücherregale. Und was noch? Ein paar Pflanzen hin. So, dann machen wir hier das Trainingsgerüst. Machen wir so. Dann haben wir das. Ja. Schönes großes Zimmerchen hat unser Personal dann auch mal verfügbar. So, die Psychiatrie ist daneben und die Toiletten hier. So. 1, 2, 3 Toiletten. 2 Waschbecken. Ein Handtrockner. Ein Abfalleimer. Feuerlöscher. Auch fürs Klo braucht man immer einen Feuerlöscher. Ein paar Pflanzen. Ja, damit es dann auch ein bisschen schöner ist im Zimmerchen. Dann noch überall noch ein Poster hin. Wir wollen es ja super gemütlich haben hier in unserem Two Point Hospital. Jo, dann haben wir das. So, was brauchen wir noch für Zimmer? Eine Leuchtungsklinik. Brauchen wir auch noch. So, Route 69 von Stuffmuffin läuft gerade im Radio. Radio 2 Point. Das lustigste Radio der Welt. So, Desinfektionsspender. Eine Pflanze noch. Die Poster. Wir wollen ja ein ordentliches Prestige-Objekt hier bauen. So, dann auch 2 Stühle. Ja. Ach ja, was haben wir noch? Was haben wir noch für Zimmer übrig? Töpferei. So. Okay, das passt nicht. Passt nicht mehr. Merkwürdig, okay. Naja. Objekte. Dann machen wir hier einen Zeitschriftenstand hin. Und was noch? Ein Broschürenstrand. Dann machen wir da quasi das Wartezimmer raus. So, und was brauchen wir noch? Desinfektionsspender an den Ein- und Ausgängen. Natürlich ein Trophäenschrank. Mhm.
überall noch ein paar Poster hingemacht. So, das haben wir auch. Dann, was brauchen wir noch? Getränkautomaten. Dann machen wir da Getränkeautomaten hier überall noch hin. Ja, die Leute sollen sich ja wohlfühlen in unserem Hospital. So. Die sollen sich wohlfühlen. So. Snackautomat. So, dann haben wir den auch da noch, den Salz-Snackautomat. Was haben wir noch? Da müssen wir mal gucken, dass wir Feuerlöscher genug haben. Was brauchen wir noch? Da machen wir mal überall mal ein paar Feuerlöscher hin. Damit die Leute sich sicher fühlen in unserem Hospital. So wie damals in Theme Hospital. Es ja auch üblich war, dass man Feuerlöscher platzieren musste, damit die Leute zufrieden sind. So, die Patientenaufnahme. Ja, die machen wir hier hin. So, nochmal. Hier noch ein Zeitschriftenstand hin. Broschürenständer machen wir auch noch hin. Müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt genug Pflanzen noch hin platzieren. So. Und natürlich Sitzplätze müssen wir auch noch machen. Die sind ja auch wichtig. Die sind ja auch verdammt wichtig, um das zu einem richtig schönen Hospital zu machen. Wo das Warten immer ein Spaß ist. Sondergleichen. Auf den Arzt. So. Bank. So. So, dann haben wir hier. So, das haben wir auch. Also Sitzplätze kriegen wir auf jeden Fall genug hier unter. So. Schön immerhin diesen Doppelbauweise. Ja, dass man sich schön hintereinander sitzt. Ja, das wollen wir doch machen. So, da können die schon quasi ihre Selbsthilfegruppe direkt davor machen. Was brauchen wir noch? So. Einstellen müssen wir natürlich jetzt noch Mitarbeiter. Und zwar, Psychiater kommt in die Psychiatrie. Der kommt, was hat der? Allgemeinmedizin 2. Der kommt erstmal dahin. So. Wo brauchen wir denn noch einen Arzt? Okay, wo brauchen wir denn noch einen Arzt? In der Leuchtungsklinik brauchen wir einen. Okay, das haben wir. So, in der Leuchtungsklinik haben wir einen. Was brauchen wir noch? An Krankenpflege brauchen wir noch.
So, du bist für die Station zuständig. Du für die Apotheke. In der allgemeinen Diagnose haben wir jetzt einen. So, einstellen müssen wir noch Assistenten. Okay, dann stellen wir den noch da ein für die Aufnahme. So, und brauchen wir hier auch noch einen. Was brauchen wir noch? Hausmeister. Brauchen wir mal auf jeden Fall. Und jetzt machen wir mal auf. Stellen wir noch etwas ein, und zwar Preise. So. 10% hoch. Und lassen wir mal laufen. Normales Tempo. Tolle Neuigkeiten. Die Gesundheitsministerium hat uns gerade eine Weiterbildungslizenz erteilt. Dadurch können wir unser Personal in jedem unserer Krankenhäuser weiterbilden. Der Bau eines Weiterbildungszimmers ermöglicht es, dir dein Personal zu schulen. Mitarbeiter mit einem freien Weiterbildungsplatz können einen Kurs belegen, um eine neue Qualifikation zu erlernen. Schön. Hatte in letzter Zeit ein gewisses Problem mit Clowns. Sie sind überall, anscheinend fliehen sie immer wieder aus dem Wanderzirkus. Ihre Kapriolen könnten wirklich sehr lästig sein. Wir werden neue Ausrüstung brauchen, um mit ihnen fertig zu werden. Die Orbi-Stiftung hat eine patentierte Methode zur geistigen Neukalibrierung von Clowns entwickelt, die ihnen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft hilft. Man hat uns angeboten, die notwendige Ausrüstung bereitzustellen, sofern wir unsere Fähigkeit beim Formen unseres eigenen Personals nachweisen können. Das klingt für meine Ohren zwar etwas wie zwielichtig, aber ich will mir da keine Urteile machen. So. Ja, wir brauchen jetzt zweite. Brauchen wir auf jeden Fall. So. Da müssen wir dann auf jeden Fall hier reinstecken. 11 Tage übrig. Oh, da wird jetzt gerade unser Nebengebäude fertig gemacht. Oh, so lange warten wir noch. Aber dann ist die Folge zu Ende. Oh, da sind wir schon wieder zu Ende für diese Folge. Wir haben hier das Hospital hochgezogen soweit. Jetzt müssen wir im Nachbargebäude, was müssen wir da alles bauen? Die Topferei und die Weiterbildung. Ja, die bauen wir dann im Nebengebäude auf. So. Vergessen Sie nicht, Ihrem Krankenpfleger ein Trinkgeld zu geben. So. Unsere Patienten haben eine neue Krankheit entdeckt. Narzissmus, eine Krankheit, die wahnwitzige Aktionen und allgemeine Herumalber hervorruft. Ja, ich muss den Patienten erstmal nach Hause schicken. So schnell kriege ich meine Leute nicht ausgebildet. So schnell geht das nicht. Machen wir noch schnell das Zimmer hier. Ja, Rednerpult. So. So richtig klassisches, ekelhaftes Aufbau von so einem Raum. Ja. Müssen wir halt mitleben. Ja, beziehungsweise müssen unsere Leute mitleben. Bücherregal, Trophäenschrank, Pflanzen brauchen wir auch. So, was haben wir noch? Ein paar Poster müssen wir noch an die Wände machen. So, das haben wir auch. Ja, meine Weiterbildung zu starten, klicke auf das Rednerpult oder setze einen geeigneten Mitarbeiter im Zimmer ab. Ja.
So, was haben wir denn hier noch in der Liste? Okay. Diagnostik. Ein Teilnehmer, 4 weitergebildet. Verfügbare Ausbilder. So. Okay. Lehrtempo. Kurs starten. Zirkustherapie freischalten. Ja, ja. Okay, Entenschnute, Apotheke und Bettengesicht. Ja, ich weiß. So, kennen wir alles schon. Aber ich sag einfach mal, bis demnächst. Euer Hannibal. Ciao.